Auf den ersten Blick sieht Lucky aus wie ein normaler Hund. Der zweite Blick verrät, der Rüde ist etwas ganz Besonderes, denn Lucky hat einen Rollstuhl. Dank Tierfreunden wie Ines Gülle. Das ist klasse. Da geht einem das Herz auf, wirklich. Du siehst die viele Lebensfreude von dem Hund und ja, da bist du wirklich stolz auf diesen Hund und ja. Das hat ihm halt wirklich die Lebensqualität wiedergegeben. Und das ist das Schöne dabei. Doch bis dahin hat Lucky einen weiten Weg hinter sich. Der Hund lebt in Spanien, als er vor 6 Monaten einen Unfall hat. Von einem Auto angefahren, bleibt er schwer verletzt liegen, sein Rückgrat gebrochen. Sein alter Besitzer hat deshalb kein Interesse mehr an ihm, will ihn sogar erschießen. Tierschützer Frank Radatz rettet den schwer verletzten Hund das Leben. Er hatte wahnsinnige Schmerzen. Und er konnte sich ja nicht mehr bewegen, weil diese zwei Teile von der gebrochenen Wirbelsäule, die haben ja aufeinander gescheuert. Und er konnte nur mit Schmerzmitteln leben. Und sowas nimmt einen mit. Lucky kommt ins Krankenhaus. Die Tierschützer sammeln Geld. In einer teuren OP setzen Ärzte dem Vierbeiner Stahlplatten ein. Und Lucky überlebt. Doch seine Hinterbeine sind gelähmt. Es ist ja ihm halt wirklich schade, und dass so was überhaupt passiert. Ne? Also, da hat man schon Mitleid. Aber nur Mitleid ist halt auch wieder nicht richtig. Weil wie gesagt, das sind halt ganz normale Hunde, die eben halt Kopf und Schnauze funktionieren wie bei einem laufenden Hund. Als Ines Gülle aus Walburg von Luckys Schicksal erfährt, holt sie den Hund deshalb zu sich nach Deutschland. Ermöglicht ihm so ein neues Leben, dank Hunderolli. Wie in eine Schubkarre wird er darin eingehängt und dann verzurrt. Täglich wird geübt. Seine Vorderbeine müssen von nun an den ganzen Körper alleine stemmen. Die Rollen ersetzen die Hinterpfoten. Ja, das sind praktisch seine Beine. Das ist genau wie beim Menschen mit dem Rollstuhl. Weil der Mensch hätte ja auch keine Lebensqualität mehr in dem Sinn. Jetzt ohne Rollstuhl. Und genauso ist es bei ihm genau selber. Der hat ihn angenommen und das ist schon klasse. Und dann so seine Testfahrten, die er so gemacht hat, also war schon toll. Denn die 47-Jährige, eine wahre Tierfreundin, hat selbst schon 3 Hunde, alle mit Handicap, alle auf Rädern. Doch weil ihr der Platz fehlt, sucht Ines Gülle nun für Lucky ein neues Zuhause. Ich wünsche mir für Lucky ein schönes Zuhause, ein endgültiges, am besten barrierefrei, wo man auf seine Bedürfnisse eingehen kann. Er kann zu Kindern, zu anderen Hunden, zu Katzen, da hat er also überhaupt kein Problem. Der hat Lebensfreude, der spielt gerne. Also ein ganz tolles Kerlchen. Das will Lucky auch seiner neuen Familie zeigen, mit der er dank Hunderolli ganz einfach Schritt halten kann.